Ich möchte kurz was über sichere Software und Softwareentwicklung erzählen. Aus Zeitgründen spare ich mir die Codebeispiele. Das ist zwar sehr tragisch, aber eigentlich müsste man das in einem Workshop machen. Und sobald man zu Codebeispielen kommt, beginnt die Diskussion, ja, aber meine Programmiersprache ist besser als deine. Das Schöne in der IT-Security ist, dass alle Programmiersprachen gleich schlecht sind. Ja? Völlig wurscht, wie alt sie sind und von wem sie sind und wie sicher sie sind angeblich. Ja? Und das Blöde ist, es gibt jetzt schon, natürlich gibt es Bugs in Software und jetzt hat sich in der Softwareentwicklung der Begriff Secure Coding etabliert, was eine sehr gute Idee ist. Ich möchte es nicht schlecht reden. Ja? Ich möchte nur mal davor die Voraussetzungen für Secure Coding kurz ansprechen und erklären, was, bevor man eine Zeile Code macht, schon schief gehen kann. Ja? So, schauen wir, ob das klappt. Ja, klappt. Vielleicht kurz historisch. Sicherheit und Software gehören schon ziemlich lange zusammen. Wenn wir jetzt uns nur mal die Software herausnehmen, Software gibt es schon sehr lange. Wenn wir in der Mathematik bleiben, dann sind wir da schon mehrere tausend Jahre schon damit dabei. Ja? So wirklich Programmcode gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Ja? Und das digitale Zeitalter hat mal wieder das Militär eingeleitet, in dem Fall ausnahmsweise die deutsche Luftwaffe. Das war der erste digitale Computer, das heißt, digitales Zeitalter ist 1943 begonnen worden, nicht mit dem Internet. Und der erste Virus, den gab es für das Internet, das damalige schon 1971, und das war ein Forschungsprojekt. Man hat überlegt, kann ich einen Virus schreiben, der Systeme befällt, und kann ich den automatisch finden und löschen? Ja? Das heißt, Antivirus-Software und Virus-Software hat eigentlich gleichzeitig begonnen als Forschungsprojekt 1971. Und für die, ich habe nichts gegen bestimmte Computer, ja, weil die sind auch alle gleich schlecht, aber der erste Virus, den gab es nicht für die PC-Architektur, sondern für einen Macintosh. Und den gab es 82. Das heißt, zwischen Forschung und Verwendung in der Gesellschaft vergeht immer eine Weile, weil wir natürlich auch. Aber das ist Software und der Rest ist bekannt. Sicherheit ist ein bisschen schwieriger, weil Sicherheit gibt es auch schon ziemlich lang. Ja? Die IT-Security-Forscher sagen, das ist das zweitälteste Gewerbe der Welt. Ja? Wahrscheinlich stimmt es sogar. Aber was wir jetzt im Zusammenhang mit Software haben wollen, ist, wir wollen stabile Software haben. Die soll das tun, was wir uns erwarten. Sie soll nicht plötzlich aufhören, sie soll keine Bugs haben, was auch immer Bugs sind. Sie soll ein wichtig ein definiertes Verhalten haben. Ja? Wenn man die englische Literatur bemüht, hat man oft den Unterschied zwischen Safety und Security. Safety ist das, was man normalerweise in Ingenieurwissenschaften macht, was in der Informatik so langsam Akzeptanz findet. Aber prinzipiell hat das alles mit dem ersten Punkt zu tun. Die Software soll definiert das tun, was wir wollen. Ja? Sie soll sich aber auch selbst schützen. Und das ist genau der Knackpunkt, zu dem ich jetzt dann komme. Ja? Wie kann man das machen? Ja? Und wenn man Software hat, hat man auch meistens Daten, die man verarbeitet. Wie werden die behandelt? Prinzipiell könnte man ja zwischen Code und Daten unterscheiden, sagen, ja, das ist das eine, das ist das andere. Das stimmt so nicht, weil die Computer, die wir in der Regel verwenden, mischen alles auf einem Bus. Ja? Und viele Daten führen ja dazu, dass Code ausgeführt wird. Siehe, klick auf den Mail-Anhang und plötzlich habe ich ein Virus. Das heißt, Daten haben irgendwas mit Code zu tun. Und wenn man nur mal sicher gehen will, muss man die gleich behandeln. Und das nächste ist, die tägliche IT-Welt, die wir verwenden, die andere für uns verwenden, auf die wir uns verlassen, ist voller Annahmen. Ja? Weil wir nehmen mal an, dass irgendwas, was auf .pdf endet, ein PDF ist. Wer sagt das? Ja? Wir nehmen mal an, dass eine Nachricht, die wir bekommen, eine E-Mail ist, ein SMS oder ein Instant Message. Wer sagt das? Ja? Und das Blöde ist, der Code muss mit diesen Dingen klarkommen und er muss einen definierten Start, einen definierten Zustand und ein definiertes Ende haben. Ja? Das Ende zu finden ist nicht trivial. Die theoretische Informatik weiß das. Ja? Aber der Code muss es zumindest versuchen. Und das nächste, diese ganzen Probleme, die in der IT-Security und der Softwareentwicklung sind, die werden halt durch viele Trends irgendwie vernebelt, weil legt doch alles in die Cloud, da läuft dieselbe Software wie auf meinem Laptop, hat dieselben Bugs, ja.
wenn ich jetzt zwischen Daten und Code noch unterscheiden muss, dann kommt plötzlich noch die Plattform dazu, die Software der Plattform, die Hardware der Plattform, ein Netzwerk. Und dann hört es auch schon auf mit den Metriken, weil wer sagt mir, dass diese Plattform sicher ist? Wie wurde das gemessen? Kann ich das verifizieren? Also das lasse ich mal alles weg. Das ist Sache der PR. Secure Coding an sich, ja, was ist das? Die Idee ist, dass ich gleich bei der Softwareentwicklung Sicherheit mit implementiere, kritische Fehler abfange und die Software so schütze oder absichere. Ja? Das besteht zu 90% aus Checklisten und Techniken, die einfach gewisse Prozeduren verfolgen. Das soll jetzt kein Kritikpunkt sein, sondern das ist tatsächlich auch sehr gut, ja? Weil wenn ich keine Checklisten habe, dann muss ich mir selbst überlegen, was passieren kann und dann werde ich das sicher nicht komplett erfassen. Ja? Und wenn ich Secure Coding sage, ja, dann muss ich immer bedenken, das bedeutet immer, und zwar immer, immer, immer zusätzlichen Code. Ja? Wenn ich Code sparen will, dann schreibe ich nicht sicheren Code. Ja? Und das Problem ist, zum Beispiel, wenn Sie diese Gleichung nehmen oder Ungleichung, mathematisch ist x plus 1 immer größer als x, außer in der Informatik, wenn ich Softwareentwicklung mache. Ja? Weil was ist, wenn der Datenspeicher x voll ist, wenn er ein Limit anstößt, ja, den Maximalwert hat, dann wird er entweder 0 oder irgendein negativer Wert und dann stimmt das nicht. Ja. Das bedeutet, überall in jedem Stück Code, wo Sie ein plus 1 haben oder ein x plus plus oder solche Sachen, haben Sie automatisch einen Fehler drin. Um diesen Fehler zu finden, zur Laufzeit, braucht zusätzlichen Code. So einfach ist das. Ja. Und das heißt, Sie müssen den ganzen Code hinterfragen und wie oft haben Sie schon ein plus 1 gesehen in Source Codes? Ja? Ziemlich oft. Ist eigentlich alles ein Fehler. Ja? Dann muss ich halt, wenn der Code Probleme hat, die Fehler behandeln. So ziemlich jede Funktion, die Sie verwenden, kann schief gehen. Ja? Das geht meistens gut, aber halt nicht immer. Und die Kombination aus diesen Maßnahmen ist dann Secure Coding und das schwächste Glied bestimmt dann, was im Zweifelsfall passiert oder nicht. Ja, aber das, so kann man sich Secure Coding vorstellen. Gibt es für Applikationen und Betriebssysteme, man kann auch Betriebssysteme sicher gestalten, da gibt es sogar auch einige, die das versuchen. Ja. Einschränkung, das geht natürlich nur für aktiven und gewarteten Code. Ja. Also eine Linux-Distribution von 2000 jetzt noch sicher machen, wird man wahrscheinlich eine andere nehmen. Oder nehmen Sie ein proprietäres Beispiel, Windows 98 sicher machen, löschen am besten. Ja? Aber das heißt, wenn Sie Code haben, ja, muss der irgendwie auch gewartet sein. Weil es gibt ja auch Code, den keiner mehr versteht, weil das Projekt zu alt ist. Oder weil man einfach mal reinschauen muss, wie ist die Logik. Da können Sie schlecht Secure Coding draufsetzen, weil wenn niemand weiß, was es damit ist. Ja. Und das nächste Problem ist halt, es gibt überall alte Software. Ja. Das gibt es in Unternehmen, das gibt es auch im Privatbereich. Sie haben sicher noch irgendein altes Handy, was noch funktioniert. Alte Software wird nicht mehr weiterentwickelt, geht halt noch. Ja. Das haben Sie auch in Unternehmen. Ja. Das haben Sie sogar auf Mainframes, wo einfach auch Prozesse laufen, die man seit 30 Jahren mitnimmt, weil man nicht weiß, ob die vielleicht wichtig sind. Ja, ist kein Scherz, das passiert. Aber die Software ist halt so, wie sie ist und die bleibt halt. Und die Cloud-Plattformen und die Virtualisierung haben uns jetzt auch noch was ganz Tolles beschert. Wenn Sie wirklich noch ein altes Betriebssystem brauchen und Sie keine Hardware mehr finden, ja, virtualisieren Sie es einfach und das Ding bleibt dann so, wie es ist und es wird nie ausgetauscht. Aber das haben Sie halt. Ja. Und das Schöne ist, das gibt es nicht nur für Software, das gibt es auch für Firmware. Sie haben überall in den Systemen, die wir verwenden, Firmware drin. Ich habe zum Beispiel hier einen Laptop, der ist 2 Jahre alt, ist schon veraltet, es gibt kein BIOS-Upgrade mehr. Das heißt, ich bin jetzt hier auf Stand 2016, bis das Ding verreckt. Ja? Kann man nichts mehr machen. Und das haben wir in allen Geräten, das haben wir auch in den ganzen IT-Computing-Plattformen, die wir haben. Ja? Eher schlecht. Es gibt dann noch einen Begriff in der IT-Security, nämlich Abschwächung oder Mitigation. Wenn was passiert, dann möchte man, dass möglichst wenig passiert oder dass der Schaden eingegrenzt ist. Das hat man sich von den Ingenieuren übernommen, die halt Schiffe bauen, die nicht nur ein Compartment haben, sondern mehrere. Und wenn irgendwo was passiert, dann ist halt nur ein Teil des Systems kompromittiert und nicht alles.
Das ist nicht Secure Coding, weil das soll ja nur irgendwas verhindern, wenn schon was passiert ist, ja? Und die meisten Abschwächungsmaßnahmen zielen zum Beispiel auf typische Angriffe ab, dass zum Beispiel irgendwelche Speicherbereiche überschrieben werden, Entschuldigung, oder dass Adressen vorhergesagt werden können, die werden dann randomisiert, wenn das System neu startet. Dann haben sie hier, weil wir ja alles über einen Bus jagen, Prozessoren mittlerweile, die bestimmte Bereiche des Speichers als nicht ausführbar markieren können. Das ist alles schön, ja? Aber das funktioniert nur, also das funktioniert eigentlich gar nicht, weil das greift nur dann, wenn die Software bereits versagt hat. Ja? Wenn die Software versagt hat, dann kommt das irgendwie zum Tragen. Ja? Dasselbe gilt für die Browser. Ja? Alle Browser rühmen sich, hey, wir haben eine Sandbox für jede Webseite. Wenn eine Applikation von sich sagt, wir haben Sandboxen, ist die Übersetzung, wir wissen, dass was passieren kann und deswegen passiert es nur in dieser Sandbox. Ja? Also sobald Sie von Sandboxen reden, wissen Sie, der Programmierer hat zugegeben, es wird Probleme geben. Ja? Dasselbe gilt für Container. Die Leute sagen, wir haben doch Cloud-Plattformen, wir haben doch Container. Ja, wenn Sie einen Container haben, geben Sie zu, dass irgendwas passieren kann. Und der Container ist dann zumindest verloren oder kompromittiert. Ja? Und das Blöde ist, die Abschwächungen, ich will hier nicht schlecht reden, aber man muss verstehen bei der Softwareentwicklung, die greifen dann, wenn es zu spät ist. Ja? Niemand würde sich ein sicheres Fahrtraining im Auto sparen, weil man sagt, na, ich habe eh Airbags. Ja? Wenn die auslösen, dann habe ich schon ein Problem. Dasselbe gilt für alle Sicherheitsmaßnahmen, die Sie von Betriebssystemen kennen. Ja? Und diese Maßnahmen können keine Fehler beheben. Wenn ich einen Buffer Overflow habe, das Betriebssystem, das die Applikation dann sperrt oder der Container irgendwie neu gestartet wird, dann ist der Bug immer noch da. Ja? Der bleibt einfach. Man kann damit den Schaden begrenzen. Sie können unter Umständen den Schaden nicht verhindern, wenn das System, was kompromittiert wird, betroffen ist. Ja? So, wie schaut jetzt Secure Coding aus? Das ist jetzt ein bisschen sarkastisch, aber ich erkläre gleich warum. Weil Secure Coding muss verstanden werden. Sie können nicht einfach eine Checkliste nehmen und sagen, das ist es jetzt. Sonst schaut das nämlich so aus. Ich nehme meinen Code, nehme die Checklisten, dann suche ich nach den Dingen, die ich nicht tun soll. Ja, ich suche nach plus 1 im Code, finde ich wahrscheinlich genug, oder plus plus. Dann ersetze ich alles, was ich gefunden habe, durch das, was ich tun soll. Ja. Wenn es sein muss, ergänze ich Verschlüsselung. Das ist auch so ein Stiefkind in der Softwareentwicklung. Muss ich das wirklich machen? Was ist mit den Schlüsseln? Na, weiß nicht. Ja. Dann ergänze ich vielleicht noch eine Authentisierung, damit das Ganze in Anführungszeichen ein bisschen sicherer wird. Ja. Dann habe ich eine neue Version und die ist dann fertig. Ja. Tipp als Systemadministrator, wenn Sie in irgendeiner Software-Doku, Installationsanleitung finden, den Hinweis, ja, nur für interne Netzwerke heißt das, also im Klartext, diese Software enthält kritische Bugs. Das ist die Aussage. Ja? Nur für interne Netzwerke nicht im Internet verwenden heißt, wir haben Bugs. Ja? Ganz einfach. Muss man halt wissen. So, Secure Coding ist wichtig, nur, jetzt gehen wir einen Schritt zurück, wie wäre es denn, wenn wir von Haus aus schon ein Design wählen, was uns hilft, sicheren Code zu produzieren. Ja? Und Secure Design ist die ganze Vorbereitung dazu. Das hat sich jetzt noch nicht so ganz etabliert, weil Secure Design ist ein bisschen fad zu lernen, weil das passiert nämlich, bevor ich noch eine Zeile Code schreibe. Und beim Secure Design passiert lange nichts. Ja? Weil ich muss erst mal schauen, was habe ich eigentlich für Daten? Wie sehen sie aus? Wer produziert und wer konsumiert die Daten? Ja. Für alle, die sich jetzt gerade mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigen, das hätte man alles vorher machen können, ja, wenn man Secure Design gemacht hätte. Weil eine Software, die mir nicht sagt oder deren Entwickler nicht wissen, welche Daten wirklich verarbeitet werden, wo sie produziert werden, wo sie konsumiert werden, ja, die hat einfach Schwachstellen im Sinne von, ich habe keine Klassifizierung. Und wenn ich keine Klassifizierung habe und ich jetzt schauen muss, in welchen Variablen sind jetzt welche Daten, auf welche muss ich aufpassen, dann kann ich das nicht, weil ich ja nicht weiß, was wo ist, ja, oder welchen Stellenwert das hat. Das nächste ist identifizierende Übergänge, weil
Die Daten sind ja selten in einer Klasse, in einer Variablen oder in einem System immer da. Ja, die kommen von irgendwo, dann gehen sie in einen Ablauf, in eine Verarbeitung, dann gehen sie woanders hin, dann sind sie vielleicht in einer Disk oder in einer Datenbank. Das heißt, Sie müssen neben der Klassifizierung wissen, wo werden Daten übergeben, konvertiert, kopiert. Ja? Das heißt, welche Grenzen überqueren die Daten? Ja? Welche Komponenten kommunizieren mit welchen anderen? Ja? Warum? Ja? Und wie? Ja? Werden die Daten geprüft oder nicht? Ja? Und wenn Sie mal Ihren Code anschauen, sollten Sie programmieren, das gilt auch für interne Geschichten. Klar verwende ich Bibliotheken und Komponenten, aber wenn ich eine Bibliothek bitte, mir einen Hash zu bilden, ist es ein Datenübergang. Ich habe den Code nicht geschrieben. Ich gebe da Daten rein und kriege einen Hash raus. Hoffentlich stimmt er. Ja? Weiß ich nicht. Ja? Muss ich halt einfach wissen, weil da können Dinge schief gehen. Da bin ich auch nicht überrascht, wenn es Heartbleed gibt oder andere Bugs. Ja? Und das nächste, und das ist der schwierigste Punkt, in der Theorie klingt das super, dass die Applikation alle ihre internen Zustände verfolgen muss. Das wird viel. Ja? Nehmen Sie zum Beispiel einen Code, der zwei 64-Bit Integerzahlen multipliziert. Haben Sie einen 2,28 großen Möglichkeitsraum, testen Sie den mal. Ja? Wird ein bisschen schwierig, selbst mit der Amazon Cloud. Das heißt, die internen Zustände können Sie nicht alle verfolgen, aber Sie sollten es zumindest probieren. Ja? Sprich, Fehlerbedingungen, Abbrüche, Initialisierungen und solche Dinge. Ja? Die Kryptologen haben es da ein bisschen schwerer, weil es hat sich mittlerweile eingebürgert, dass sich bei Algorithmen, die man in der Kryptographie vorschlägt, dass dieser Algorithmus ein Zustandsdiagramm haben muss, wo alle Zustände des Algorithmus, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Hash nehme, von Initialisierung, von Eingabe der Daten bis zum Ende des Hashens, ja, es muss alles dokumentiert werden, damit jemand, der diesen Algorithmus implementiert, genau das tun kann. Ja. Das ist jetzt natürlich jetzt ein abgestecktes kleines Problem, aber probieren Sie das einfach mal für Ihre Software. Welche Zustände hat das Ding? Ja? Wie finde ich die heraus? Führe ich Buch? Und wie kann ich das ermitteln? So, das nächste ist, alle Software läuft auf einer Plattform, ob man das will oder nicht. Ja? Lernen Sie diese Plattform kennen, fangen Sie mit der Hardware an, weil die Hardware hat nämlich Bugs. Ja? Das wissen wir, seit es Intel gibt, ja. Aber wir wissen das auch, ich meine, ein Prozessor ist ja nicht trivial, ja. Das sind ja drei Transistoren, die irgendwas schalten, sondern da ist halt sehr viel Code drin, sehr viel Logik, da kann was schief gehen, ist eh klar. Ja. Aber man sollte zumindest wissen, was die Plattform kann und was sie nicht kann. Ja. Und ich finde es immer lustig, dass die Leute sagen, die Intel-Plattform, keine zwei CPUs sind kompatibel, ja. Klar gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner, das ist dann wahrscheinlich das Minimalset aus den Instruction Sets, ja. Aber wichtig, geht halt nicht immer, ja. Hat Eigenschaften auf die Software und das hat zum Beispiel auch Konsequenzen für die Codeabarbeitung. Sie können nicht davon ausgehen, dass Ihr Code so ausgeführt wird, wie Sie ihn schreiben oder Sie sich ihn vorstellen, weil die CPU hat da eigene Ideen. Das wissen wir jetzt auch seit Spectre und Meltdown Anfang des Jahres. Ja. Das nächste, Compiler und Interpreter. Ja, ist es völlig egal, welche Sprache Sie verwenden, das, was Sie schreiben, wird nie auf der CPU landen, das wird gewandelt. Heißt, Sie haben entweder einen Compiler oder einen Interpreter oder beides oder was auch immer, ja, und die haben alle Eigenheiten. Das heißt, da kommen wieder Features rein, dann kommen Programmiersprachen rein. Es gibt Leute, die sich über C-Code beschweren, obwohl sie undefiniertes Verhalten programmieren. Ja. Wenn ich durch Null teile, kann halt mein Code nicht korrekt sein. Ja. Das ist halt einfach so. Ja. Und das nächste ist, der Compiler ist nicht immer Ihr Freund. Ja. Weil zum Beispiel in der Secure Coding Checklist steht, löschen Sie Datenstrukturen, wenn Sie sie nicht mehr brauchen. Wenn Sie das machen, wird der GCC das Löschen raus optimieren, weil er sagt, naja, du löscht hier was und verwendest es gar nicht. Also es ist ja Dead Code. Ja? Das müssen Sie wissen, weil sonst löschen Sie was in Ihrem Code, fühlen sich gut und der Compiler wirft es wieder raus. Ja? Dasselbe gilt für Sprachen, die Garbage-Kollektoren haben. Die machen auch Eigenheiten. Ja? Und dann kommen wir mal zu den Betriebssystemen. Ich warte immer noch auf ein gutes Betriebssystem, ja? Aber wir nehmen mal das, was wir haben. Die haben auch alle ihre Eigenheiten, die haben natürlich auch ihre Vorzüge, aber was ganz
kritisch ist für Daten, ist, alle Betriebssysteme und alles, was die Dinger verwenden, verwenden irgendwo irgendwelche Zwischenspeicher, damit es schneller geht. Ja? Wenn da Ihre Daten landen, dann bleiben sie da und Sie können das nicht beeinflussen. Ja? Dasselbe gilt wie ein Speicherverfahren. Wenn ich vom Betriebssystem Speicher bekomme, ist der null? Ist der zufällig? Ist da noch Code von der oder Daten von der alten Applikation drin? Muss ich alles wissen. Ja? Aber das muss man kennenlernen. Dasselbe gilt für Bibliotheken, die Sie verwenden. Also verstehen Sie, was Sie machen. Ja? Und das nächste ist, in der Theorie kommt jetzt, was kann mir eigentlich alles passieren? Ich möchte dieses Threat Modeling ein bisschen abkürzen, weil mir geht es ums Design. Ja? Weil Threat Modeling ist im Prinzip nur Controlling. So, aber wie schaut jetzt Secure Design aus? Secure Design lässt sich relativ leicht zusammenfassen. Ich muss die Angriffsfläche minimieren. Auch vom Code. Ja. Der Code soll nichts exponieren, was nicht unbedingt sein muss. Datenstrukturen oder Netzwerkservices, was auch immer. Ja. Und ganz wichtig, wenn eine Software in Betrieb geht, muss sie Secure Defaults haben. Also mein Wunsch als Systemadministrator ist, dass jegliche Software, Applikationen, Gadgets von Haus aus nicht funktionieren. Wenn ich die einschalte, dürfen sie nicht funktionieren. Ja. Weil ich möchte, dass sich irgendjemand Gedanken macht, wie dieses Ding zu verwenden ist. Das gilt speziell für IoT. Ich mag keine sich selbst konfigurierenden magischen Geräte, ja, wo die Defaults alles andere als secure sind. Ich will ein Passwort setzen, bevor ich ein System verwende. Ja, immer, überall. Das Ding soll gar nicht verwendbar sein, bis das gemacht ist. Das können Sie programmieren. Software muss nicht immer als Superuser laufen. Ja. Leider gibt es da Containersysteme, die da anderer Meinung sind, aber versuchen Sie, minimale Privilegien zu verwenden. Ja? Weil klar geht die Software super, wenn ich Administrator bin. Ja? Und dann besteht sie auch alle Tests, aber das soll nicht sein. Ja? Das darf nicht sein. Das nächste ist eine Anleihe aus dem Militär. Ja? Bauen Sie nicht nur eine Tür aus, sondern so viel wie möglich. Ja? Weil die Hardwarehersteller und die Plattformbetreiber sagen, wir haben Performance, dann sollte es ja kein Problem sein, aber machen Sie Checks von Daten dreimal statt einmal und schauen Sie, dass sich die, die Komponenten untereinander ein bisschen misstrauen. Ja? Das schadet nicht für, für den sicheren Code. Wenn was schief geht, schauen Sie halt, dass es irgendwie sinnvoll schief geht, weil es werden Dinge schief gehen, das ist schon mal sicher. Ja? Und dieses Fail Securely ist eine eigene Wissenschaft, weil was passiert, wenn der Code gerade 20 von 60 Initialisierungen durch hat und auf ein Problem stößt. Ja? Dann müssen Sie die 20 Initialisierungen wieder rückgängig machen und da irgendwie wieder rauskommen. Das ist nicht trivial, das hängt jetzt auch von der Programmiersprache ab, aber das sollte halt funktionieren. Das nächste ist, und das ist am schwierigsten umzusetzen, vertrauen Sie niemandem. Wenn eine Library sagt, ich berechne diesen Hash, wer sagt das? Stimmt das? Ja? Rechnen Sie das mal nach. Wenn ein Webserver sagt, gib mir deine Daten und du kriegst bessere zurück, wer sagt das? Ja? Das heißt, die Komponenten, die Sie verwenden, mit denen steht und fällt auch einiges. Nehmen Sie Web-Applikationen. Es gibt so viele Web-Applikationen da draußen, die irgendwelche uralten JavaScript-Libraries reinladen, ja, weil die gehen. Ja, ja eh, aber niemand schaut danach, niemand macht da ein Update. Ja? Und das gilt für alle möglichen Komponenten, die Sie haben. Das nächste. Das macht man in der Softwareentwicklung auch mittlerweile schon, aber Aufgaben verteilen, verkapseln. Es gilt immer noch, wenn Ihre Funktion 4 Kilobyte hat, ja, und 100 Seiten Bildschirmtext, stimmt irgendwas nicht. Ja. Und wenn Ihre Objekte halt riesig sind und wenn alle Ihre Datenstrukturen von einem einzigen Objekt behandelt werden, haben Sie auch irgendwas falsch gemacht. Ja. Das heißt, teilen Sie den Code sinnvoll in Komponenten ein, die das verwenden. Wenn Ihr Sicherheitsmodell darin besteht, dass Sie niemandem sagen, was Sie machen, weiß ich, dass Sie ein Problem haben. Ja? Das gilt jetzt für sämtliche proprietäre Software und ich bin da wirklich gnadenlos. Ich bin seit 20 Jahren in der Systemadministration. Mich hat noch keine proprietäre Software überzeugt. Ja? Ausgenommen vielleicht ein Ego-Shooter, aber das ist was anderes. Ja? Und das nächste ist, das ist jetzt wieder ein bisschen schwierig, also Sie müssen all das machen und das so einfach wie möglich. Ja, da gibt es vielleicht irgendwann mal einen Nobelpreis dafür, für theoretische Informatik, aber man sollte es zumindest versuchen. Ja?
So, und jetzt gibt es noch einen, also jetzt gibt es ein paar Ansätze noch. Also Secure Design geht nicht nur davon aus, dass Sie jetzt Ihre Hausaufgaben machen und die Daten zählen, sondern wenn Software Algorithmen sind und Algorithmen Mathematik sind, dann könnte man doch die Mathematik fragen, ob mein Code wirklich das macht, was ich will. Weil es soll ja Leute geben, die Theoreme beweisen oder sie ausdenken. Und das gibt es tatsächlich. Also es gibt sogenannte formale Methoden in der Mathematik. Ich transkribiere meinen Code in ein Gleichungssystem. Das wird halt relativ lang und groß und es geht auch nicht mit jedem Code. Ja. Und dann schaue ich, was der macht. Ja. Das heißt, ich muss im Prinzip all das, was ich gemacht habe, ja, übersetzen in eine mathematische Beschreibungssprache. Und dann löse ich dieses Gleichungssystem, ob mein Code Lösungen findet oder nicht. Ja? Das hat Grenzen und das funktioniert am besten für Komponenten. Ja? Aber wenn Sie einen Teil Ihrer Software in eine solche formale Sprache übertragen können, ja, und Sie mit logischen Methoden bearbeiten können, dann wissen Sie aber ganz genau, dass der Code tatsächlich das macht, was Sie machen, vorhaben oder nicht. Ja? Und der Vorteil ist, mit dieser Methode können Sie auf Simulationen verzichten, die jetzt zum Beispiel alle Kombinationen durchgehen, weil Sie beschreiben die Variablen als Eigenschaften, ja, gleichen System, und daraus folgt dann, dass der Code tatsächlich das so oder so macht. Ja. Diese formalen Methoden gibt es auch schon, teilweise in Compilern, und es wird auch teilweise Schadsoftware damit analysiert. Der Nachteil ist, Sie können nicht einfach dem Compiler sagen, mach das, ja, und sag mir, was rauskommt. Sie müssen das natürlich übertragen. Also es gibt da Tools und Werkzeuge dafür. Teilweise sind die auch in Compilern schon drin, aber das ist ein bisschen Arbeit. Ja? Aber Sie können, wie gesagt, damit testen, macht der Code das, was ich möchte. Das nächste, was Sie unbedingt einbauen sollten, also ich sage jetzt nicht, alles muss verschlüsselt werden, sicher nicht blöd, aber Kryptographie ist Standard. Ja? Das ist ein Standard-Tool. Ich habe angefangen mit dem Web in den 90ern, da gab es noch keine SSL, und wenn es SSL gab, wusste man, ui, jetzt wird es magisch. Ja? Mittlerweile ist das schon Standard. Ja? Selbst SSL oder TLS, wie es jetzt heißt, ja, kann man wirklich überall verwenden. Es gibt da keine Entschuldigung. Außer man kann halt seine Schlüssel nicht verwalten. Aber das ist halt Teil der Kryptographie. Ja. Und ich kann Ihnen nur sagen, aus Tests und aus Produktivsystemen, es macht echt Sinn. Und wenn Sie jetzt an Kryptographie denken, denken Sie meistens an verschlüsselte Daten. Ja, das ist Datentransport und Datenspeicherung. Aber Sie haben überall Session Identifier drin, Sie haben Tokens drin, Sie haben eine Datenbank Unique Identifiers. Unique Identifiers heißt genau das, die müssen eindeutig sein. Wenn die das nicht sind, sind es Identifiers. Ja? Und dann können Sie aber gleich zählen oder das Alphabet verwenden. Diese Sachen sind Teil der kryptografischen Werkzeuge, die jeder Programmierer verstehen muss und anwenden muss. Ja? Dasselbe gibt es für Hash-Funktionen, was viele auch nicht wissen. Es gibt kryptografische Hash-Funktionen und keine kryptografischen Hash-Funktionen. Ein Hash ist ein Hash und mancher Hash ist ein anderer Hash. Und diese Eigenschaften sollte man wissen. Ja? Also Klassiker, wenn Sie zum Beispiel Passworte nicht speichern wollen und Sie hashen sie einmal mit SHA-1, SHA-2, SHA-3, MD5 für die Historiker unter uns. Ja? Nette Idee, aber die Hash-Funktionen sind auf Performance gedacht, gebaut, optimiert. Wenn Sie es einmal hashen mit einer performance-optimierten Hash-Funktion, dann erleichtern Sie dem Angreifer das Raten von Passworten. Falsche Anwendung. Ja? Sollte man wissen. Dasselbe gilt für Authentifizierung. Es können sich auch, man glaubt es kaum, es können sich auch Komponenten gegeneinander authentifizieren. Objektklassen oder Webservices. Man muss es halt implementieren, aber es schadet nicht. Ja. So. Du hast einen Punkt vergessen, meiner Meinung nach. Code Signing, ja und nein. Ich habe Code Signing hier extra nicht drin, ja. Weil das ist so eine Sache mit der freien Software. Ja. Ich meine, klar kannst du auch freie Software signen, ja. Aber Code Signing ist die Königsklasse, sage ich mal, ja. Weil man kann selbst mal googeln, es gibt so Hersteller, die schon Systeme kaputt gemacht haben, weil irgendein Schlüssel abgelaufen ist oder irgendwo man nicht dazu kam. Ja?
das machen wir dann später, ja. Aber wie gesagt, man kann natürlich den Code signen, aber ja, gewisse Programmiersprachen möchten das nicht. Ich habe jetzt hier auch nicht selbstmodifizierenden Code drin, ja, den es schon lange gibt. Ja, den gibt es sogar in COBOL, man glaubt es kaum. Ja. Aber dann komme ich hier in größere Probleme, aber das sind Dinge, die ich beim Design schon abwenden kann. Ja. Und Code-Signing ist toll, ja, solange es nicht dafür verwendet wird, dass proprietäre Software sich so seinen Walled Garden baut und sagt, hier darf keiner rein. Ja. Deswegen fehlt es jetzt hier. Man kann sich das überlegen. Ich glaube nicht, dass man es unbedingt braucht, wenn man den Code so baut. Ja. Und wir reden jetzt hier über Konzepte. Ja. Also wir sind so haarscharf über die Implementation drüber gerauscht. Das sind Konzepte. Ja. Und das Secure Design bestimmt, wie Ihr Code dann auch wirklich ausschaut, ja, und wie Security-Entscheidungen drin sind. Und das Schöne ist, wenn Sie damit anfangen, dann müssen Sie automatisch Secure Coding machen. Es bringt nichts, wenn Sie jetzt ein Design bauen, was sicher sein soll, und dann passiert alles auf FTP und DES, MD5 und COBOL 59. Ja. So, und das Wichtige ist, ja, Datenvalidierung. Das ist das A und O der Software Security. Daten sind nicht immer korrekt. Manche Daten sind auch schwer zu überprüfen. Ja. Wenn jemand mal Lust hat, ich meine, es ist jetzt kein Winter, aber die PDF-Standards haben tausende von Seiten. Klar kann ich ein PDF prüfen, aber in der Realität kann ich es halt nicht. Ja. Unsichere Konstrukte kann man entfernen. Ja. Und das gilt halt auch für Datenformate und Protokolle. Wenn ich beim Secure Design irgendwas wähle, was schon die Richtung vorgibt, kann ich das nie wieder korrigieren. Ja? Und Secure Design ist Teil aller Phasen, die es gibt, ja? Auch die User Interfaces. Ja? Die User Interfaces sind Teil von Secure Coding, ja? Weil eine Schaltfläche mit 1000 Buttons und Abkürzungen ist kein User Interface. Ja? Da kommt auch ein bisschen so die Kultur rein. Die User Interfaces von Firmen, die Treiber zur Verfügung stellen, sind in der Regel sehr schlecht, weil die wirklich in CPU-Registern denken. Ja? Da muss man sich Gedanken machen, wie das ausschauen kann. So, wenn ich jetzt eine Architektur wähle, die defekt ist, bleibt die defekt. Ja? Also um ein Beispiel zu nennen, ja, nein, ich nenne kein Beispiel, aber wenn ich eine Plattform wähle, die von Haus aus schon ein Problem hat, wird es nicht besser. Ja? Das ist klar. Das gilt natürlich auch für CPUs. Klassiker. Wenn ich FTP haben will, dann kriege ich es auch. Aber ob das so gut ist? Ja? Und das gilt halt wirklich für alles in der Toolchain. Und wenn Sie niemandem sagen, dass Sie das wissen, dann wird es umso blöder. Was ich Ihnen auch sagen kann, ich bin zwar kein Softwareentwickler, aber ich mache Softwareentwicklung, um zu verstehen, was die Leute machen, die mir meinen Job einbrocken. Ja. Workarounds beginnen 10 Minuten nach dem ersten Design. Ihr Design kann super sein und nach 10 Minuten kommen Sie auf irgendwas drauf, was nicht abgedeckt ist. Das ist leider so. Ja. PDF, Office, Krypto ist verfügbar, leicht und schwer, weil dann die Details sind halt schwierig. Ja. Und alle Komponenten, die Sie verwenden. Ja. Also das kann ich schon nennen, das ist halt persönliche Präferenz von mir. Setup, Infrastruktur, designed, abgeschlossen, super, Softwareentwicklung ist wirklich in Containern, also virtualisiert. Ja. Und dann sagen halt die Developer, wir brauchen Docker und Node.js, JavaScript auf dem Server, plus alle Repositories. Dann kann ich halt, da kommen tausende von Komponenten in die Software rein, die ich nie wirklich überprüfen kann. Und dann ist das Design hinfällig. Ja. Aber was können Sie dagegen machen? Bauen Sie gleich Fehler ein. Code beginnt mit Fehlern, aber bauen Sie die absichtlich ein. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Ja. Wie kann ich Fehler einbauen? Ich kann manipulierte Daten oder logische Konstrukte verwenden, um Fehler in den Code einzubauen. Debug-Code ist häufig, ja, und der Code muss halt mit Fehlern richtig umgehen und muss auch richtig validieren. Ja. Und der Linux-Kern hat zum Beispiel ein eigenes Fehler-Injection-Tool, damit kann ich Funktionsaufrufe sabotieren. Das ist halt recht nett. Ja.
Weil ich kann zum Beispiel sagen, okay, diese Syscalls oder alle Syscalls werden jetzt 60 Sekunden lang mit 20%iger Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Deal with it. Ja? Und damit entwickeln die Linux-Kernel-Developer ihre Filesysteme. Ja? Das Nette ist, das ist super leicht zu verwenden, hilft mir halt nur, wenn ich Kernel-Entwickler bin, aber da kann man sich Anleihe nehmen, wie sowas auszuschauen hat. Und ich habe hier auch ein Beispiel, und zwar angesprochen wird das mit dem Debug-FS und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, also ich hätte gern so oft einen Fehler, der immer auftritt, ewig, ja, bis ich das wieder abschalte. Und jetzt mounte ich ein Filesystem. Wenn dieses Filesystem gemountet wird, werden alle Syscalls nicht funktionieren. Wurscht welche. Ja? Und der Filesystemtreiber muss damit klarkommen. Der darf nicht sagen, oh je, weiß nicht. Ja? Irgendwas muss er machen. Ja? Und damit kann man es dann einschalten. Das, hier kann ich zum Beispiel eine fehlerhafte Disk, das sieht man jetzt hier nicht, simulieren. Aber was passiert zum Beispiel mit meinem Filesystemtreiber, wenn die Disk kaputt ist? Ja? Man sagt natürlich, ja, ist eh wurscht, die Disk ist kaputt, aber trotzdem, es darf nicht zum Absturz des Kerns kommen. Der Filesystemtreiber muss das checken und muss sagen, hey, hier geht es nicht weiter. Und Sie sehen hier so einen Kernel Trace, mit dem man dann entwickeln kann. Das können Sie in eine eigene Software auch einbauen. Und wenn man das macht, nennt man das Fuzzing, weil da Zufallszahlen verwendet werden. Lustigerweise gibt es das schon lange, weil in den 50ern hat man nämlich defekte Lochkarten entweder überklebt oder ausgerissene Lochkarten weiterverwendet und hat geschaut, was passiert. Ja? Was passiert mit Code, wenn die Lochkarten defekt sind? Das hat sich erst 30 Jahre später in der Informatik herumgesprochen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist zum Testen. Und es gibt jetzt hier verschiedene Strategien. Sie können jetzt hier zum Beispiel alles randomisieren oder bestimmte Dinge oder noch gezielter. Das hat alles eine Berechtigung, nur wenn Sie komplett zufällige Daten verwenden, scheitern Sie im besten Fall an der ersten Schicht, das ist der Validierung, und dann können Sie den Rest des Codes nicht mehr validieren, weil es geht eh nicht. Ja? Hilft Ihnen halt nur für die Tür, ja? Und Sie können das jetzt, entweder machen, indem Sie wissen, wie der Code ausschaut oder auch nicht. Ja, Sie können auch Fuzzer schreiben für Software, die Sie nicht geschrieben haben oder proprietäre Software. Und das ist auch ein Standardwerkzeug für Developer mittlerweile. Nur wichtig, völlig zufälliges Testen. Wie gesagt, kann sein, dass Sie Ihren Code nicht ganz erwischen. Ja. Sie generieren sehr viele Daten. Es bringt nichts, wenn Sie zufällige Daten generieren, Ihre Software testen, die Software crasht und Sie haben die Daten nicht mehr. Weil dann wissen Sie gar nichts. Ja? Sie brauchen den Test-Case aufgezeichnet. Das heißt, Sie generieren Gigabyte und Terabyteweise Daten für 3, 4, 5, 100.000 Abstürze, müssen dann da durch. Ja? Es ist halt die Frage, ob das so schön ist. Was Sie damit definitiv machen können, Sie können schauen, ob Ihre Software irgendwie in Schwierigkeiten gerät und Stress hat. Ja? Sollte sie nicht. Wenn Sie das mischen, wird es ein bisschen effektiver, weil dann können Sie nämlich an der Validationslogik mal vorbei oder die erst testen, dann den nächsten Level nehmen, ja, und damit können Sie mehr Zweige vom Code erreichen, ja, und wenn Sie das mal verwenden wollen, also es gibt fertige Fuzzer, es gibt Software-Libraries, die Compiler haben es mittlerweile, das ist zum Beispiel ein Fuzzer, benannt nach einer Zuchthasenart, warum auch immer, es ist für C++-Code gedacht, und was der im Prinzip macht ist, ich kompiliere meinen Code mit dem Fuzzer dazu, sage ihm, pass auf, hier ist ein Directory mit allen Input-Daten. Go. Der analysiert die Dateiformate, schaut, was variiert sich. Ja, also wenn ich jetzt da was dran drehe, was passiert dann im Code? Und der kann dann gezielt Dateien manipulieren, um zu schauen, was der Code macht. Ja. Die modifizierten Versionen, die was gebracht haben, werden als Referenz gespeichert. Man kann sogar Wörterbücher und Statistik einbauen, das macht er teilweise automatisch, um Dinge zu variieren. Und das Wichtigste ist, da geht es nicht darum, Crashes hervorzurufen, wobei es ein klarer Indikator ist, dass irgendwas falsch ist. Ja. Aber der schaut halt, was macht der Code mit falschen Daten. Der Nachteil ist, Sie brauchen hier wirklich viele Ressourcen, weil der speichert halt Dinge und muss sie halt auch verwenden. Das heißt, Sie brauchen eine schnelle und fehlerfreie CPU, es wird schwierig. Ja. Naja, fehlerarm ist auch schön. Ja. Und Sie brauchen auch ein Dateisystem, was Milliarden Schreib-Lesezyklen nicht schreckt und auch ein Medium dazu. Ja.
Sie werden es dann eh sehen. Ja. Was AFL schon geschafft hat, ja, und da meine ich zum Beispiel, vertrauen Sie keine Library. Es gibt sogenannte Libraries für Big Number Calculations, also große Integerzahlen, also wirklich sehr große Integerzahlen. Und AFL hat zwei Libraries gegeneinander antreten lassen, quasi. Ja? Das heißt, die kriegen Input und rechnen irgendwas. Und man hat festgestellt, die geben verschiedene Ergebnisse für denselben Input. Einer von beiden hat recht. Ja? Nur welche? Ja? Zumindest einer liegt falsch, würde man sagen. Also, ja. So, das Blöde ist halt, wenn das jetzt Ihre Library ist, die Sie verwenden, ist es ein bisschen schwierig, weil was soll ich tun? Ja? Dasselbe Image Libraries, also Bildverarbeitung, ist Hölle, ja, von Datenformat. Und AFL hat zum Beispiel gefunden, dass dieselbe Library, wenn man ihr wiederholt Daten gibt, anderen Output liefert bei einer Operation. Heißt, der Code verwendet, der kann seinen Zustand nicht tracken und resettet sich nicht. Ja? Dasselbe hat man halt auch für andere Libraries gefunden. Und das Lustige ist, das haben sie auch als Test gemacht, AFL hat postmortem den Heartbleed-Bug gefunden, indem es OpenSSL mit sich selbst hat reden lassen. Ja? Das ist einfach ein Setup, OpenSSL generiert Daten und passt sie wieder, ja? Und sie haben den Heartbleed-Bug gefunden, allein durch Fuzzing. Ja? Das ist nett. So, was hilft mir das jetzt? Naja, ich muss das Ganze instrumentalisieren in meinen Prozess einbauen. Google hat für freie Software eine Fuzzing-Plattform zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ob der AFL dahinter ist, aber die Idee ist die folgende. Hier ist ein Developer, der muss natürlich Module schreiben, weil der Fuzzer muss wissen, was macht denn der Code, wie sind die Datenstrukturen, wo kann ich was dran drehen. Ja? Das muss ich halt der Plattform sagen, dann sage ich hier ist meine Software, mach mal. Ja? Dann baut automatisiert über einen Builder die Plattform den Code, lädt ihn in einen Storage und der wird dann einem Engine, einem Fuzzing-Engine namens ClusterFuzz zugeführt. Ja? Der macht das Fuzzing, netterweise halt mit viel CPU und viel Storage und wie auch immer. Und der generiert dann Reports, die dann in einen Issue-Tracker kommen. Und das wird dann wieder rückgeführt an die Developer und es wird auch verfolgt. Also das stellt Google freien Softwareprojekten zur Verfügung, einfach um den Code zu verbessern. Ja? Lustigerweise macht das Microsoft auch schon lange. Ja? Über die Ergebnisse kann man streiten, aber Windows 10 ist ein riesiger Fuzzer, ja? wenn man mich fragt, aber okay. Aber wichtig ist, also Fuzzing, AFL kompilieren, Go, ja, aber es muss irgendwie in einen Prozess rein, sonst habe ich die Benefits nicht. Ja? Und Sie haben ja in der Regel Development-Teams, die aus mehr als einer Person bestehen, das heißt, da muss man schon irgendwie anders arbeiten. Aber OSS, Fuzz-Plattform von Google, die ist verfügbar, ja? Ist auch sehr ergiebig, also das haben Sie alles schon gefunden, ja? Undefined Behavior, Leaks, Out of Memory. Der Winner ist, Heap und Stack, na klar, ja. Undefined Behavior, jo, klingt nach. Use After Free gibt es immer noch, ja. Also, manche Dinge verstecken sich auch irgendwo, ja. Aber das ist mal recht imposant. Aber das Schöne an dieser Grafik ist, das sind gefundene Bugs. Was ich spannend finde, sind die unknown Crashes. Aber das ist halt so bei uns. Der Softwareentwicklung. Gut, das heißt, Secure Coding ist nicht Secure Design. Ja? Das kommt immer zuerst und das bleibt. Ja? Also Sie machen es nicht einmal, sondern immer. Ja? Secure Design ist nicht Design. Ja? Das ist das mit den Farben und so. Ja? Das andere ist mit dem Code. Geht Hand in Hand, aber wichtig. Ja? Weil Secure Design hat einfach zusätzliche Anforderungen und Sie müssen es integrieren. Wenn Sie das nicht integrieren in Ihre Softwareentwicklungsprozesse, dann haben Sie es nicht. Punkt aus, Ende. Da gibt es keine Diskussion. Nicht alle Applikationen werden das auch verwenden. Ja? Das muss man auch immer klar sein. Weil ich habe keine Lust, für ein LS-Kommando 1000 Euro zu zahlen, weil es Secure Designed wurde. Ich nehme die C-Version und das ist schon okay. Ja? Solange ich es weiß. Ja? In bestimmten Bereichen geht das halt nicht. Sie können davon ausgehen, dass alles, was in Ihrer Toolchain ist, defekt ist. Ja? Also
Everything is broken. Everything is broken. Ich bin Sysadmin, ich weiß das. Ja. Also, das ist so. Ja. Das ist so, ja. Es tut mir sehr leid, ja, aber es ist so. Aber es macht ja nichts, weil Fehler generieren ja das monatliche Einkommen. Und es gibt Fehler zum Beheben und das ist halt Teil von Software, das ist halt leider so. Ja? Man muss halt nur richtig damit umgehen. Ja? Das ist auch das Feature dazu. Ja, meistens auch Features. Aber Tipp, wenn Sie an der Doku herumkommen wollen, nur für Internetnetzwerke, wenn Sie keinen Fuzzer haben wollen, dann nehmen Sie doch einen Crowdfuzzer und stellen die Applikation ins Netz. Es gibt viele Applikationen, die eine Demo-Version, einen Demo-Server haben. Da passiert dann alles Mögliche. Ja. Was aber nicht schlecht ist, ja, weil wieso künstliche Intelligenz verwenden, wenn es natürlich auch gibt. Ja. Applikation mal ins Netz stellen, eine Demo-Version, mal schauen, was passiert. Mitloggen und Fehler suchen. Ja. So, gibt es Fragen dazu? Anmerkungen? Ja. Du hast gesagt, man soll keiner Library vertrauen. Ja. Das heißt, roll your own crypto. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Bewusst. Ich weiß. Also, Libraries misstrauen heißt nicht, sie selbst zu schreiben, sondern Testcases zu bauen, die zum Beispiel verifizieren, ob das klappt. Klassisches Beispiel, also ich programmiere auch zwischendurch immer mal wieder. Ich habe immer mal wieder Code, der muss was hashen. Ja? Jetzt hat man als C++-Programmierer zwei Möglichkeiten. Ich nehme eine Library, Länge mal Breite mal Höhe, für eine Funktion. Oder ich suche die Funktion und nehme sie. Und natürlich gibt es SHA-512 Code so. Ja? Meistens sogar von den Erbauern. Aber macht der dasselbe wie die Library? Ja? Keine Ahnung. Macht der Code dasselbe, wenn der Compiler optimiert hat? Keine Ahnung. Ja? Das heißt, was ich dann machen muss, ist Testcases schreiben. Ist der Hash über OpenSSL, meinem Hashcode und einer dritten Library gleich? Ja, nein. Habe ich halt wieder nur ein, zwei Testfälle, aber ich kann ja mal... Mit Compilerflex, ohne Compilerflex. Mit Compilerflex, das meine ich damit. Ja? Also das heißt, eine Library kann sich irren und ich kann ja auch Fehler haben. Das ist ja auch okay. Ja? Nur, wenn ich der Library blind vertraue, dann gehe ich mit der Library unter. Ja? Siehe OpenSSL. Ja? Wobei OpenSSL ist nicht schlecht, aber ein bisschen angestaubt war der Code, das hat sich jetzt geändert. Ja? Aber das meine ich mit Services. Und wichtiger, noch ärger ist es aber bei Web-Services, wo ich keine Library habe, wo ich irgendwas ins Netz schicke und irgendwas kommt zurück. Serverless. Ja? Serverless, Computing, irgendein Mist. Ja? Wie mache ich da Tests? Keine Ahnung. Ja? Gibt es noch Fragen? Gut, das steht im Netz. Ich trage es in den CFP-Manager ein, dass Sie das wiederfinden. Was hier jetzt noch ein bisschen fehlt, es gibt einen Haufenweise Links dazu. Ich versuche eine Link. Ja. Checklisten, bitte? Für Secure Design. Ja. Wo findest du? Also Secure Coding haben viele Betriebssystemhersteller bieten das an. Microsoft hat da Guidelines, Apple hat da Guidelines. In der Developer-Doku findet sich das mittlerweile vermehrt. Ja. Und es gibt spezielle Secure Coding-Materialien. Meistens sind die für eine bestimmte Programmiersprache. Ja. Was ich aber empfehle, ist, nicht die Secure Coding Guidelines von der Programmiersprache abhängig machen. Es schadet nicht, wenn ein Developer auch mal sieht, wie das in anderen Sprachen ist, um zu prüfen, wie man das einsetzen kann. Ja. Aber wie gesagt, Microsoft hat was publiziert, Apple hat was publiziert. Es gibt das auch von Oracle, soweit ich weiß. Ja. Ich versuche das in einer Linksammlung zu geben, weil die meisten Sachen sind publiziert. Es gibt auch Secure Coding Guidelines vom C und C++ Konsortium. Die sind sogar recht nett, ja, weil da auch viele Beispiele drin sind. Ja. Für die Webentwicklung gibt es zum Beispiel die OWASP Top 10. Genau, also das Open Web Application Security Project, OWASP, hat zum Beispiel für Webdeveloper gezielt die Top 10. Das Blöde an den Top 10 ist, dass sie bei 10 aufhören. Ja. Aber die haben zumindest Ressourcen für sichere Entwicklung von Web-Applikationen. Ja, das ist ein guter Ansatz. Ja? Ja? Am Anfang kam das Programmiersprachen inhärent unsicher sind und. Nein, dass sie Fehler haben. Ja, okay.
Was ist dann deine Meinung zu Idris oder ATS zum Beispiel Programmiersprachen, die versuchen, anstatt dass man aus einem C-Code einmal runterkompiliert in Mathematik, dann die Memory Usage aufnimmt und dann sagt, den Rest der mathematisch abgibt, ist prioritisiert? Ja, also gleich das eine Programmiersprache hernimmt, die das selber macht. Ja. Und dann hat es natürlich einen Fall im Hintergrund. Ja. Also das hat mit der formalen Logik zu tun, die ich angesprochen habe. Das ist ein guter Ansatz, ja. Weil einfach ich dann von diesen ganzen Runtime-Tests wegkomme, die nur irgendwie durch den Code gehen und irgendeinen Zweig verpassen. Ja? Also das halte ich für einen guten Ansatz. Ja? Aber man darf nicht vergessen, das Ding muss irgendwann mal zur CPU. Ja? Und auf dem Weg dorthin kann viel passieren. Ja, es wäre schon besser, wenn der Compiler in einer Sprache geschrieben ist, wo ich garantieren kann, dass wenn ich den mit sich selber übersetze, also Stage 3, 2 und 3... Ja, ich weiß. Ja. Also das, es gibt ja auch im Python-Projekt diese Geschichte, also weil ich mal gelästert habe, Python ist in C geschrieben, aber die versuchen sowas Ähnliches, die versuchen sich zu verifizieren, indem sie ein verifiziertes Bild machen. Und verifizierte Builds, gut, dass ich es ansprechen, das Tor-Projekt hat Publikationen über verifizierte Builds, weil die meiste Software selbst in der Linux-Distribution kommt binär daher. Wer sagt mir, dass das binäre Ding tatsächlich dem Source-Code entspricht? Ja? Das ist eine eigene Wissenschaft, aber da gibt es auch Möglichkeiten, Secure Builds. Die Reproducible Builds von Debian? Die reproduzierbaren Builds von Debian? Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Also manche Distributionen bieten das, ja, aber das Tor-Projekt hat da viel Arbeit reingesteckt. Kurzes Kommentar. Ja. Debian-Builds ist ein schöner Ansatz, aber es ist absolut falsch, weil wenn es dreimal gleicher Input, gleicher Output liefert, heißt das nicht, dass es reproduzierbar ist. Ich komme da eher aus der Hessen-Ecke her. Und da gibt es zum Beispiel das Nix-Projekt, da gibt es in 2 Stunden, glaube ich, am Vortrag, den ich machen will. Mhm. Die haben alles gehasht, da ist jeder Input mitgehasht. Wenn es einen Fehler gibt, dann sieht man das sofort, dass einer sein Programm kompiliert, sein Betriebssystem abtätet, dabei vielleicht das Programm kompiliert, ein anderer hat das schon gemacht, das ist in der Cloud drin. Ich lade es mir einmal runter auf einem Rechner, auf einem anderen Rechner kompiliere es mir selber und sehe, aha, Hash mit Mismatch, da ist was schiefgelaufen beim Bild, obwohl ich denselben Input gehabt habe. Weil die Debian-Leute sind noch nicht dort. Red Hat und alle nicht. Die sagen, ich habe N-Iterationen und dann geht's. Die arbeiten nicht mit Hashes und sonst was für die Bildverifikation. Also das beginnt jetzt, wobei Hashes sind Teil von jedem Binary mittlerweile, ja, auf den Paketen. Aber das ist nicht der Punkt. Gut, also wenn man da starten will, die Tor-Leute haben da sehr viel zu Verified Builds, Secure Builds. Ja. Da kann man starten und das kann man auch in eigene Prozesse einbauen. Und man geht halt die Haskell-Richtung und Python. Das ist halt schon eine eigene Welt ein bisschen. Nein, das ist nicht. Ich habe jetzt ein Betriebssystem oben, wo ich alles gehasht habe. Ich habe heute zum Beispiel einen Bug-Report geantwortet mit, ich habe das Plus-5-Projekt genau in derselben Version wie du, mit genau denselben Inputs installiert. Du hast diesen Fehler, weil die Datei nicht drin ist. Dieses Executable wurde nicht erzeugt in dem Bild. Und das ist bei uns allen auf der Welt, die dieses Betriebssystem verwenden, gleich. Bei Red Hat kann ich sagen, ja, installiert das Paket, ist der Rest übrig oder nicht. Bei Debian genauso. Und das ist jetzt reproducible gewesen. Hatte ich heute in der Früh mich aufgestanden bin, vielleicht. Also deshalb gesagt, als Beispiel. Dachte ich einen Kaffee. Gibt es noch andere Fragen? Weil das ist ein eigenes Thema. Wir müssen jetzt eine Stunde weiterreden. Danke.